Oh, mal schnell ein dummes Video für die Allgemeinheit. Mich interessiert jetzt, ob man die Dinger da auffüllen kann. Ich habe jetzt da eins von Altaya AD 10.000. Müssen wir erst mal gucken, wie die aufgebaut sind. Dazu machen wir jetzt das mal auf wieder. So, da haben wir da das Unterteil. Haben wir da den USB-Anschluss. Da haben wir den Akku drin. Und da ist der Flüssigkeitsbehälter. Den kann man natürlich schön aufmachen. Und da haben wir jetzt, oh, da haben wir Watte drin. Dann haben wir da noch was. Ah, da ist auch so Watte rumgewickelt. Aha. Mhm. So funktioniert das. Okay. Wie ist das mit der anderen Seite? Machen wir da den Stöpsel wieder drauf. So, scheiß drauf. So, da haben wir da haben wir auch so ein Wattepad. Dann ist da auch so ein Stöppel drauf. Aha. Also müsste das eigentlich von oben möglich sein. Ah, da kann man jetzt das Ganze rausdrücken, so habe ich, ja. Aha. Das kann man jetzt alles schön rausdrücken. Da haben wir das ganze Zeug hier, da ist der Akku dran geklebt. Aha, so ist das. Habe ich gedacht, ich probiere das nochmal mit denen da aus. Das habe ich jetzt da mal eine Zeit lang wieder angeschlossen mit USB. Stecken wir das mal ab. So, dann müssten wir jetzt praktisch da oben den Deckel abziehen. Irgendwie. Oh, der geht aber leicht runter. Ah. Der ist nur drauf gesteckt. Da ist sogar so ein Gummiring drin. Aha. Ich meine, wie lange das der Akku jetzt hält, die wo da drin sind, das weiß ich nicht. Was die für Lebensdauer haben, kann ich jetzt gar nicht sagen. So, wir haben jetzt da jetzt auch ein Wattepad drin. Da haben wir Stöpsel drauf bei denen. Das ist ja sehr interessant. Da sind Stöpsel drauf. Haha. Da sind Stöpsel drauf. Das ist ja noch genialer. Sind die zum Nachfüllen? Ich dachte, die sind zum Wegschmeißen. Das ist ja wieder ganz anders. Okay, es ist ja jetzt egal. Ich habe da jetzt für E-Zigaretten das Red Berries Aroma. Das sind 10 Milliliter. Und da gieße ich jetzt einfach mal was rein. Das ist mir jetzt völlig egal. Das ist ja noch einfacher, da meinst du gerade.
Das gehört zum Nachfüllen. Ich glaube, das langt einmal vorerst. Das ist ja Ding. Das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Dann tun wir das mal ein bisschen abtupfen. So, jetzt habe ich natürlich das Bett auch rausgerissen. Putzen wir das auch ein wenig ab. Scheiß drauf. Machen wir erstmal das Bett wieder drauf. Da. Das ist da drin. Da haben wir da wieder die Stöpsel. Die Gummipfropfen, die machen wir dann da wieder drauf. Das ist ja ein Ding. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass so. Vielleicht könnte ich sogar zum Nachfüllen. Das war's ja dann schon. Putzen wir das Ding da auch wieder ein bisschen ab. Ah, das ist so. Das ist aber so ein Arsch, so ein pappiges Zeug, du. Das kommt dann vor wie so eine Zuckerbrühe. So. Das hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Das ist da. Da ist ein Gummiring rum. Das ist zum Draufstecken. Ich bin jetzt nur von denen ausgegangen. Die sind nämlich alle zusammengeklebt hier. Die kannst du normalerweise, die sind alle angeklebt. Die Dinger da. Die, wo ich jetzt sonst immer gehabt habe. Siehst du? So, dann probieren wir das einmal. Also angesteckt war es. Da unten kann man es einstellen ein wenig. Es kommt was, ja. Ey, wunderbar. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich zum Nachfüllen. Aber ich glaube, da habe ich das eins erwischt, das man nachfüllen kann. Extra dafür gemacht. Habe ich jetzt gar nicht gewusst. Ich habe jetzt immer die gehabt. Und die habe ich jetzt so zerlegt, um nachzugucken, wie die aufgebaut sind. Da kann ich jetzt natürlich nicht mehr testen, ob man die verwenden kann, aber wie gesagt, wenn man die auch aufmacht, dann immer oben aufmachen, weil da unten sind die so feine Dinge drin, habe ich jetzt gesehen, festgestellt, mit Wanne umwickelt. Aber das kann man nicht oft auf und zu machen, dann ist das sowieso kaputt. Wenn, dann immer oben probieren. Ja, das war's dann jetzt eigentlich schon. Auf jeden Fall geht es da noch. Ja. Wunderbar. Das war's dann auch schon von meinem Blödsinn-Video.
Vielleicht kaufe ich noch mal sowas, dann probiere ich das da auch mal aus. Ob man die auch so nachfüllen kann.